Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Oh, ist das süß. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Jetzt muss ich ganz allein nach draußen gehen. Es wird Zeit. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Dann steige mal ins Auto ein und gib Gummi, Junge. Ein Stück hin. Alan, steig ins Auto. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Das sieht aus, wie vorne mich jetzt deine olle Freundin, deine Schnecke, wie auch immer, holen wir uns jetzt hoffentlich problemlos. Ja, ne? Verzeihung, ich muss auf meiner Spur bleiben. Gibt's hier was Schönes? Ein anderes Auto braucht man nicht unbedingt. Nö. 50 km/h, Alter, na, da brauchst du aber ewig. Also zwischendurch immer noch mal das Auto wechseln, aber ich glaube, wir sind mit dem Ding hier ganz gut dabei, auch wenn es kein Nummernschild hat. Ich meine, wenn die Polizei kommt, kommst du mal echt ein bisschen am Arsch. Na gut, wir kennen ja die Polizei. Oh nein, da ist ein Tunnel. Das ist schlecht. Für immer eine Verbindung zwischen uns. Na, ah, lass das doch. Du bist. Ich werde Ihre Frau töten. Ach. Ja, plötzlich ist dunkel, ist klar. Kannst du mal wieder deinen Klicker drücken? So, praktisch zumindest, würde ich das sagen. Kannst du nicht ins Auto einsteigen? Doch, kannst du. Wollte ich gerade sagen, Alter, nicht ins Auto einsteigen, was ist denn hier los? Also gar ein neumodisches Auto mit so Dachdingen und so. Cool. Oh. Verzeihung. Tut mir leid. Ja, also die Mechanik so hier ist jetzt nicht die beste. Muss ich leider sagen. Na, hoppala. Habe ich schon nicht etwa umgefahren. Soll ich hier lang fahren? Ist alles so ein kleiner Umweg? Kurz anstehen, mal gucken. Hier gibt's Sachen. Das darf ich mir ja leider Gottes nicht entgehen lassen. Oh, Alan, komm. Geht's nicht rein? Ach, hier.
Der Unterschrift im Hotelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Nummer 2. Okay. Der macht übelste Fotos hier, der Junge. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Mit Bier. Ja. Und er hat ganz viele Fotos von dir gemacht, Freund. Achten Sie auf sich und Ihre Kollegen. Ich hätte es geglaubt. Oh, Junge, lauf! Nee, aua. Check ein, check ein, check ein, nein, nein, nein. Warte. Verdammt. Okay, das ist gerade Pain in the Ass, Alter. Was will er denn, Mann? Geh mir nicht auf Keksmuschel rüber. So. Ich glaube, so sollte man wirklich nicht mit dem Auto machen. Der schmeißt noch seine Axt hinter mir her. Ich glaube, es geht los. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Ach, ich muss schon wieder ausstellen. Scheiße. Huch, falsche Richtung, falsche Richtung. Böser Küche an. Mach aus. Au. Was haben wir jetzt hier? Volles Zeug hinterher. Was ist echt damit hier? Und wir schon wieder aus dem Ding. Huch! Was ist denn los hier, Alter? Ah, what? Ich stehe doch weit genug weg. Au! Hä? Dieses Spiel! Ich möchte es nehmen und ins Gesicht, oder? Meine Fresse, echt. Manchmal. Jetzt muss ich wieder bis dahin latschen. Oh ne. Oh ne. Was zum Teufel? Weiß es doch nicht. Dass ich schon ganz schön aufs Maul kriege. Lass mich mal hier durch. Und da war ich mal wieder tot, weil mir irgendein Rad an den Kopf geschmissen wird. So, Kinder, okay, das reißt mir. Jetzt gibt es hier so ein paar nette Blendgranaten und dann könnt ihr mich gerne. Mir reicht nämlich auch irgendwann mal. Was zum Teufel? Tschüss. Hab ich überhaupt noch in der richtigen Richtung? Ne.
Dr. Ellen wieder. Natürlich. Der Kühlschrank hat mich runtergeschubst. Ich gehe noch in. Oh. Oh. Ja, ne? Ich weiß es doch nicht. Junge! Spring! Geh doch mal hier vorbei! Meine Güte! Ja, lass dich wieder vom Kühlschrank umrammeln. Dass du so ein Fetisch hast, wissen wir ja schon. Meine Güte, lauf jetzt. Geklärt, ja. Ich freue mich auch. Woran, was? Ich freue mich auch. Was ist mit dir? Achso, wegen dem Auto oder was? Gut. Lass uns einfach losfahren. WTF, Alter. Bin ich aussteigen. Wir wollen jetzt im Kultren League. Na, wir müssen gucken, wo es hier lang geht. Kundeheft. Was er will. Gib Gummi, Mensch. Kommt schon durch, Neva. WTF. Mein Auto ist voll am Rauchen. Kann ich hier nicht einsteigen, ne?